glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen. Mit diesem zugegeben kritikwürdigen Tweet gegen explosiv Weekend-Reporter Maurice Geider auf Stimmenfang. Der Tweet ist inzwischen gelöscht. Mir fallen sehr viele Beleidigungen ihr gegenüber ein, die ich jetzt nicht nennen werde. Das klitzekleine Problem, der Tweet existiert so überhaupt gar nicht. Er wurde grafisch manipuliert und das gibt RTL sogar zu. Geider will den Tweet aber gesehen und wortgetreu notiert haben und verbürgt sich für den Inhalt. In Wahrheit hatte Frauke Petri das hier getwittert. Kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesem pinken Herren vertreten werden wollen. Klingt anders, oder? Mein Kollege Jan Caron hat mit Frauke Petri, die übrigens zu den Gründungsmitgliedern der AfD gehört, die Partei aber schon vor 6 Jahren wegen der zunehmenden Radikalisierung verlassen hat, gesprochen. Und Petri sagt, sie sei nicht mal mehr schockiert über solche Vorfälle. Sie sagt, es ist einer von vielen Versuchen, missliebige Personen öffentlich zu diffamieren. Die Sendung sehen viele Menschen, die Richtigstellung kriegt kaum einer mehr mit. Ein bisschen Dreck bleibt immer hängen. So werde jede Debatte vergiftet, sagt sie. Und weiter, es geht einzig und allein darum, meinen persönlichen Ruf zu zerstören, mich als Menschen zu vernichten. RTL hat inzwischen angekündigt, mit dem Reporter nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen.